Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir durch die Torbalan-Höhenstraße und die Heliobog-Festung durchgerannt, weil wir immer noch auf dem Weg sind nach diesem komischen Geist mit den wellenden Haaren. Und ja. Und ich hoffe, wir finden diese Person in diesem Part, weil, ja, bis jetzt sind wir nur durch Gegenden durchgelaufen, die wir schon gekannt haben und das war nicht so berauschend. Neue Fertigkeit erlernt, sehr schön. Geist und Psyche 2, okay. Bams. So, lass mich noch mal kurz gucken. Ich habe schon wieder so viele Sachen gelernt. Geist, immer noch Geist. Okay. Warte mal, kannst du nicht irgendwas anderes lernen? Ruß. Tropfstein oder so. Kann ich nicht da irgendwas besser? Geist. Ja. Dann bekommt Rowan hier für Ruß, okay. Sehr schön. Dann lernst du das hier ein bisschen schneller, ne? Da bin ich schlecht. So. Dann machen wir weiter mit unserer ewig währenden Suche nach was auch immer. Ma. Vielleicht finden wir irgendwas. Wenn ich was bist, also. Wie sah jetzt irgendwie von der Seite sehr komisch aus? Eine Fertigkeit erlernt. Sehr schön. What the heck did you just learn? Okay. Das lernen was von alle Sachen, die ich hier finde, die habe ich schon irgendwie. Und da die Löcher, die können wir absuchen. Da ist immer sehr gut Zeug drin, ne? Habe ich dort Gefühl. 2300 galt, egal, war irgendwie so meh. Hat auch dann Elementarz will ich haben. Danke, noch eine Fertigkeit erlernt. Was dieses Mal? Vitalität 2. Her damit. So. Und. Oh, das hört einfach nicht auf, ne? Beast. Oh, sehr schön. Ja, lassen wir erstmal die hohen Dinger. Aber das klug ist ja, jedes Mal hier zu wechseln. Weiß ich nicht. Aber naja. Vielleicht sollte ich mich ja irgendwie auf ein Element irgendwie bei einem Charakter hier konzentrieren. Und das immer weiter ausbauen. Vielleicht bringt es das ja eher, anstatt immer so kleinere Sachen zu lernen. Aber nee. Weil mehr Sachen lernen, das bedeutet ja auch mehr FP bekommen. Man kommt ja immer die Hälfte der FP von einer gelernten Fähigkeit oder so zurück. Das heißt, mehr Sachen zu lernen ist ja eigentlich nicht so dumm. Abo Curry, was? Oh, mehr Galt. Sehr schön. Sehr schön. Hat eine Fertigkeit erlernt. Okay, Ron ist jetzt gar nicht dabei. Okay, lohnt sich. Also Elementerz auf jeden Fall. Da ist schon wieder Bett gewesen. Ach, meine Nase juckt die ganze Zeit. Hier ist nichts. So ein Dreck. How could you? So, Elementerz, 10 Stück. Hat eine Fertigkeit erlernt. Die ist auch nicht dabei. Und die ist auch nicht bei uns, der Truppe, Mann. So, da ist noch mehr Elementerz. Bingo! Deine Fertigkeit erlernt! Sehr schön. So muss das. Vitalität 2. Geist 2. Aber das würde ich gerne haben. Machen wir das hier erstmal weg. So, mehr TP. 160. Sehr schön. Sie hat die meisten TP bis jetzt. Wahrscheinlich nicht mehr als Rowan und Elise, aber trotzdem viel TP. Alles klar. Schon mal kein Zeichen von der Person, die wir hier suchen, von der wir vielleicht glauben, dass das die Person ist, die wir suchen und die wir kennen, und ja. Mal gucken, warte mal. Ich dachte, das wäre eine Katze, weil man hat uns doch gesagt, hier gibt es keine Katzen zu finden. So. Weiter. 4 Minuten wieder damit zugebracht, zu plündern und so. Alles klar, da ist der Dimensionsriss und da ist die Tartaglia-Kluft. Okay. I knew it wouldn't be so easy to find. Oh, come on. Let's at least keep moving forward. Dass er nicht so einfach sein wird zu finden. Okay. Er, seit wann das denn? So.
Oh, das sehe ich. Da hinten sehe ich schon mal Elementerz. Ja. Sehr schön. Deine Art verbessert. Ja, ne, Arzt können wir auch mal nachgucken. Wovon mal? Verarzten, blutroter Zorn, Azurschneide. Mein Gott. Viel hat sich da geändert. Elementerz. Mein Gott. Kann ganz schön einfach sein, hier die Dinger zu leveln. Warte mal, Apfelgummi. Das braucht Ludger gerade. Na, weiter. Finden wir die ganze Zeit Sachen, die wir nicht brauchen können. Marbo Curry schon wieder. Oh, deine Katze ist zurückgekehrt. Mein Gott, weil dir alles abgeht. So, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch nicht hier so? Hier. Nyakera Geisterfahrt. Ma. Ma. Bye, bye. So. Dimensionsriss. Wir haben unser Ziel erreicht. Sehr schön. Dann sehe ich schon wieder Elementerz. Wir sind zwar wegen was anderem hier, aber naja. Wer kommt schon wieder am Bosskampf. Ich möchte nicht noch einen Bosskampf machen, ganz ehrlich. I'm just gonna take this here and this here. Und da hinten sehe ich noch mehr, mein Gott. What's the matter with June? It might be because of Mila. Mila? She's, This is where the breach was before, right? Did it vanish once the schism got dispersed? You know, maybe it was never here at all. After all, Gillen was living here in Olympias. I mean, I'm just saying. Ah, wenn es Riesemechs hier nicht gibt. You're right. The schism is still here. The dimensional breach never opened. So, Olympias and Riesemaxia are still divided in this dimension. You're all making no sense to me. Wollte ich gerade sagen. Die haben wahrscheinlich keine Ahnung, von was die reden. Okay, wir müssen aber jetzt nicht gegen Metz bekämpfen, oder? Is that the spirit with the long hair? If the other worlds are like this, then the sacred land should remain safe. The sacred land? Wait, is that the land of Canaan? What? Wilgar! The Scion of Kresnik, huh? Must you keep insisting on crossing dimensions in search of the key? So, what's your story? I am the guardian of the land of Canaan. I am the great spirit, Kronos. I'll hurl you into the abyss between dimensions, like I did with the new Maxwell, who sided with the humans. Maxwell! What? Wie geil, von so einer Cutscene zum Kampf gewechselt, wie geil. Habe ich noch nie gesehen. So, und der macht uns nach. Oh mein Gott. Der seine Angriffskraft. Hallo? Seltsames Fragment. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir müssen den Kampf hier verlieren, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich würde aber gern was klauen, falls das der Fall ist. Oh. Ja, wir sind sowas von tot. Aber du siehst irgendwie merkwürdig aus. Ich wäre so eine überlaute Katze. Ich muss mal erstmal wieder den Fernseher ein bisschen lauter machen. Wir haben ja leiser gemacht, sonst hätte man ja ganz Echo gehört. Ja, der scheint nicht so anfällig gegen irgendwas zu sein. Na toll, der Wert ab, ey. Boah, wir müssen diesen Kampf gewinnen. Ich krieg die Krise.
Ausrüsten versuchen wir mal. Aber meine Dinge bringen nichts. Not looking good. We can do this. Ich habe nicht so gefühlt, wir gewinnen müssen, aber irgendwie doch. Das macht mich nervös. Oh Mann. Wir können ihn noch abziehen, das regt mich auf. Er wird jeden. Okay, jetzt ist er mal gestunt von unseren Angriffen. Selbst das zieht nichts ab. Ich muss echt gewinnen, willst mich verarschen? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe den fast gar nichts abgezogen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ich habe den doch fast gar nichts abgezogen, Mann. Willst du mich verarschen? Ach Mann. Ah, oh, seine Waffe bringt auch nichts. Was soll das eigentlich? Was tun die ja immer so starke Bosse hier reinhauen? Das gibt's doch nicht. Nein, im Moment habe ich den Boss hier fast kaputt und dann kommt der nächste und haut mich kaputt. Was ist denn das für eine Levelsprung immer? Oh Mann. Ey. Das ist doch nicht mal witzig hier. Oh Mann. Da guckt euch das doch an, ne? Kann einer sagen, was ich hier machen soll? Ich komme fast gar nicht dazu, den mal abzuziehen. Guck ich das doch mal an, ne? Das war die Verarschung. Den krieg ich doch nie im Leben platt. Aber schon, sag mir, ich muss irgendwie nur aushalten, ein paar Minuten oder so. Ich glaube nicht, dass ich den kaputt kriege. Nie im Leben. Das ist ein bisschen viel zu stark, finde ich. Selbst das bringt nichts, ey. Okay, jetzt macht er uns wahrscheinlich fertig, ne? Und dann Heilung, 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 Heilung. Ich kann eigentlich nur warten, bis ich wieder mit meinen Dings hab hier. Damit ich wieder irgendwas machen kann. Da, er wird die ganze Zeit ab. Ich kann gar nichts gegen den machen. Ich kann euch mal meine Dinge hier einsetzen, meinen Spezialangriff, weil irgendwie alle Dunkelheit sind, oder? So, komm. Okay, ich ziehe den schon mal ab, aber ich kann doch nicht die ganze Zeit überleben. Ich überlebe doch nie im Leben, ja. Das ist eine Verarschung, ey. Da guck ich doch an. Ey, das ist doch so eine Verarschung. Ich hab keinen Bock schon wieder zu trainieren, ey. Ich hab doch letztens trainiert, das hat doch. Hat's doch voll gebracht, Mann.
noch, Mann. Leia, belebt mal jemanden wieder. Muss ich den echt besiegen? Muss ich den ganz ehrlich besiegen? Ich finde das nämlich ein bisschen unmöglich. Und wenn ich gleich wieder trainieren bin, dann schaffe ich noch nie im Leben. Oh. Wenn ich gleich am Trainieren bin, ne? In den nächsten Folgen, also an diesem Tag hier noch. Habe ich ganz bestimmt keinen Bock mehr. Schon wieder. Ach man. Schon wieder hier ein paar Parts aufzunehmen. Das ist doch Schwachsinn. Kann ich flüchten? Nein. Boah, was zum Teufel. Ja, super. Ich muss ihn echt besiegen, ne? Ich muss ihn echt besiegen, ganz ehrlich. Ich bin mit zwei Schlingen weg. Ey. Boah, ich muss jetzt echt trainieren, schon wieder. Willst du dich doch verarschen? Boah. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann wieder eine Trainingssession mache. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.